Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Atomic Heart mit den Pirates. Wir machen weiter. Letztes Mal haben wir hier einen Zivilroboter gekämpft. Nein, falls ihr jetzt denkt, Mensch, das hört sich ja easy an. Das Ding ist ein Zivilroboter, das ist einfach schon eine halbe Kriegswaffe. Ich weiß ja nicht, was die hier ist. Warte auf. Mal geht es wirklich, theoretisch. Wir haben gespeichert, alles gut, warte mal. Nee, geht nicht. Sehen wir her. Okay, das Ding. Ich weiß gar nicht, wofür man das Ding gebrauchen kann, aber also als Kriegswaffe. Aber gut, jeder Roboter hier, egal ob wie friedlich oder böse ist, ist eine militärische Schusswaffe angefühlt. Ganz schön beeindruckend, was? Man sieht, dass wir an der Schwelle zu einem großen Durchbruch stehen. Mhm. Wenn nur nicht überall diese Leichen rumliegen würden. Am Montag findet eine Feier anlässlich der nationalen Polymerisation und des Starts von Kollektiv 2.0 statt. Geil. Alle hochrangigen Mitglieder der Kommunistischen Partei werden hier sein. Bis dahin kann ich alles in Ordnung bringen. Ich kann nur hoffen, dass dein Optimismus berechtigt ist. Das ist er. Du wirst schon sehen. Ich werde Dr. Sechenov nicht wieder hängen lassen. Nein! Junge, wir kriegen hier einen Arschtritt. Ein Arsch nach dem anderen und du hängst dir davon, deinen Dr. Prinitschow da nicht hängen zu lassen. Was? Also, weil ich. Oh ja. Sehr schön, dass wir aber schon an die Feier der, für die Kommunistische Partei denken. Das ist sehr gut. Haben wir jetzt nichts Wichtigeres gerade zu tun. Ich weiß nicht, was die Musik bedeutet, aber hört sich gut an. Noch mehr verschlossene Türen. Wer zur Hölle sperrt hier alles ab? Ich wette, der Penner hat zu Hause auch ein Kombinationsschloss am Scheißhaus. Diese Tore werden durch eine symbolische Geste während der Zeremonie geöffnet. Wie symbolisch? Das Spiegelsystem wird Lichtstrahlen auf das Modell unseres Sonnensystems richten, das über dem Eingang hängt. Mal sehen, was sich machen lässt. Der Spiegel links funktioniert nicht. Etwas blockiert den Mechanismus und hindert so den Spiegel am Aufsteigen. Verstehe. Dann mal wieder zurück in den Keller. Gut, der Spiegel rechts stimmt. Wie geht hier dann? Ah. Cool. Repariere den Spielklein an der Wand. Kein Zutritt. Und ein Totenschädel? Wirklich einladend. Wo bin ich? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem befindet sich in diesem Kellergeschoss. Die Räume hier sind voller beweglicher Elektromagnete. Da kann ich ein EMP verwenden. Das bringt mich doch nicht um. Hoffentlich nicht. Genauso, Major. Was? Ich könnte also von einer einstürzenden Magnetmauer erschlagen werden? Theoretisch sollte dies nicht passieren. Aber das ist nur eine Hypothese. Ich war hier noch nie. Echt jetzt? Das ist ja komisch. Aber egal. Oh, geil. Oh, meine Kinder, weißt du, am Ende werden wir erschlagen. Speichere Daten. Der Schocker hat. Ach ja, das war. Ach, das hatten wir. Ach ja, das hatten. Ach, das war das Minispiel, wir schon hatten, ne? Wir testen in der 1. Wie ging das nochmal? V-Wall, oder? Ich liebe dieses Minispiel. Ich finde diese Idee so geil. Was? Vielleicht sollte ich auch springen und nicht einfach nicht hingucken, wo ich die tue. So. Aber ich muss schon sagen. Ah, hier bin ich erkundet. Ich muss schon sagen. Das ist schon echt geil gemacht. Wie nice. Darf ich dich daran erinnern, dass du die Polarität der Magnete mit einer Schockladung ändern kannst? Echt? Danke, wusste ich gar nicht.
Ist schon echt geil gemacht hier. Aber ist auch schon sauhart, ne? Wenn das ist und das. Man muss dieses Kampfsystem wirklich mögen. Oder auch wirklich bald. Also auch. Genosse Major! Ja. Bist du schon beim WDNH? Fast. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich fast da bin. Ich bin beim magnetischen Schockwellenabsorptionssystem und suche nach einem Weg, die Eingangstüren zu öffnen. Kannst du mir da helfen? Nein, dazu bin ich nicht in der Lage. Das ist dein Problem. Dann lass mich in Ruhe. Da ist eine Leiche. Warte mal. Eine Leiche, ich will dich mal, will dich mal besuchen. Ich rede so gern mit Leichen, ich habe hier so wenig Freunde. Hey, Genosse! Hast du vielleicht Oleg gesehen? Kommt drauf an, wer Oleg ist. Mein Partner, mit dem ich hier gearbeitet habe. Er sagte immer, dass diese Dinger noch unser Tod sein werden. Wir haben sogar gewettet, wen die Magneten als Ersten zerstückeln. Wir wurden bei dem ganzen Chaos getrennt. Also weiß ich nicht mal, ob ich gewonnen habe. Welche Magneten? Wozu sind die hier? Magnetische Absorption kann alle möglichen Vibrationen auffangen. Unentbehrlich, wenn du in einem Raum gefährliche Chemikalien oder einen Atomreaktor hast und nebenan die Burafslöcher bohren, von der Gefahr durch Erdbeben, Erdlöcher oder Fundamentprobleme ganz zu schweigen. Und wir wollen ja nicht, dass all diese hübschen DNS-Spiralen bei einem Unfall kaputt gehen. Also, was ist mit Oleg passiert? Ich glaube, du hast gewonnen. Dich hat es als Ersten erwischt. Echt? Das hört man gerne. Endlich mal wieder gute Nachrichten. Er schuldet mir einen Drink. Sag ihm das, wenn du seiner Leiche begegnest. Tja, die Toten sollten die Lebenden nicht belästigen. Achte auf deinen Kopf. Ja. Ah, ja. Ein schönes Gespräch mit der Leiche zu haben, ist auch mal ganz cool. Ja, man muss bitte bedenken, wenn man Atomic Heart spielt, dass die Sätze nur im Kontext Sinn ergeben. Oh, fuck, warte. Kann ich mir einfach? Easy. Schon wieder diese Dinger mit ihren elenden Schnurrbärten. Hi! Misting! Hä? Hm. Hier ist nichts mehr. Was ist das hier denn? War das witzig? Das war witzig. Schon wieder eine Tür ohne Schloss. Wo ist das Relais, Charles? Ich sehe nichts an den Wänden. Ist hier eigentlich wieder eine. Nee, ist nicht. Ist es hier eigentlich wieder eine Teststation oder nicht? Wäre ja mal interessant zu wissen. Aber es sieht so ähnlich aus wie die Teststation, ne? Theoretisch. Was will ich jetzt machen? Das ist wieder bestimmt Magnet. Runter, oder? Mhm.
Wozu ist denn dieses beschissene Labyrinth gut? Das magnetische Schockwellenabsorptionssystem wurde von Wissenschaftlern der Polytechnischen Universität Kiew entwickelt. Es ist ein komplexes Gerät, das eine Konfiguration der jeweiligen Situation anpasst. Also ist das der Plan B für den Katastrophenfall? Das auch. Aber in erster Linie ist das hier ein Probelauf des magnetischen Schockwellenabsorptionssystems. Hier wird das System unter Erdbedingungen perfektioniert, damit es im Weltraum eingesetzt werden kann. Okay, Wissenschaft ist Macht, keine Frage. Aber wir müssen immer noch herausfinden, wie wir an all diesen Magneten vorbeikommen. Speichere Daten. Ja. So, easy. Gut, es sieht aber so ähnlich aus, ne? Wie dieses... Ah, da unten liegt ein Tod, da unten. So, das war, irgendwas ist da unten noch, oder? Ah. Ja, will ich auf jeden Fall haben, ne? Wodka, ja, sehr gut. Der Russis bester Freund ist der Wodka. So, ja. Wir hatten Helme, Schutzanzüge, Stiefel, aber wir hatten keinen Plan. Wovon redest du? Mein Partner und ich haben hier die Magneten gewartet. Und jeden Tag sorgten wir uns, dass wir geerdet werden könnten. Also trugen wir Gummihosen, schluckten Pillen, steckten Alufolie unter den Helm. Alles, um nicht vom magnetischen Feld zerrissen zu werden. Aber dann haben euch die Roboter getötet. Ach was, die Roboter. Es war Nachlässigkeit. Wir hätten uns Waffen und Schutzwesten beschaffen sollen. Das Problem war nicht die Roboter, sondern die mangelnde Vorbereitung. Du solltest immer wissen, was passieren wird. Man kann nie auf alles vorbereitet sein. Was für eine lausige Entschuldigung. Hör auf meinen Rat. Träne dich nie von etwas Nützlichem. Überleg es dir zweimal, bevor du eine Kugel verschwendest. Sprinte stets geduckt von Deckung zu Deckung und untersuche nie etwas, wenn es sich vermeiden lässt. Oh, wenn man sich daran hält, wird das Leben ganz schön langweilig. Wer meinen Ratschlägen folgt, der lebt länger. Deine Logik hat ein Loch von unübersehbarem Ausmaß, aber meinetwegen. Mhm. Gut. Metallteile. Fuck. Da. Hier ist jetzt gerade irgendwie nicht. Ja, doch, jetzt geht's hin. Doch. Scheiß drauf. Hä? Hä? Hä?
Ja, es war. Ja, warte mal. Hier ist es nie gespielt dazu, ne? Ja, ich muss. Ich hab die Tür nicht. Ich will die Tür noch vorher öffnen müssen. Oh Mist. Warte. Hier, ne? Hä, ja, wo ist es? Genau, ja. Ja. Charles, was zum Teufel hat Molotow denn gegen Dr. Sechenov? Warum setzt er 2 Tage vor dem Start von Kollektiv diese Kommission ein? Alles ist bereit. Genau deshalb, weil alles bereit ist. Was? Willst du etwa sagen, dass Molotow und seiner Kommission die Früchte von Sechenovs Arbeit stehlen wollen? 2 Tage vor dem Start. In der Tat. Die von Petrov verursachte Störung ist der perfekte Vorwand, um zu zeigen, dass Dr. Sechenov nicht fähig ist, Anlage 3826 zu leiten. Und damit auch die Polymerisation der Sowjetunion. Und was hat der Boss damit zu tun? Das ist doch alles Petrovs Schuld. Der hat dafür gesorgt, dass die Roboter die Anlage zur Leichenhalle machen. Ich fürchte, dass dem Genossen Molotow die Anzahl der Opfer egal ist. Aber das gilt auch für den Genossen Sechenov. Wie? Was redest du da, Handschuh? Der Boss tut alles, um das wieder zu bereinigen. Du tust alles, um das wieder zu bereinigen, Genosse Major. Nicht Dr. Sechenov. Aber er hat mich doch hierher geschickt. Aber warum nur? Denken wir es logisch durch. Die Genossen Sechenov und Molotow sind beide daran interessiert, dass der Rest der Welt nichts von diesem schrecklichen Störfall erfährt. Weil niemand glauben würde, dass eine Handvoll Verräter dafür verantwortlich ist. Alle würden denken, dass sowjetische Roboter gefährlich sind. Genau. Aber welche Schlussfolgerungen ziehen wir daraus? Gehen wir mal davon aus, dass die Genossen Sechenov und Molotow beide ein persönliches Interesse daran haben, diesen Albtraum so schnell wie möglich zu beenden, richtig? Ja. Na und? Wir erleben hier einen Machtkampf. Statt bei der Regierung Truppen anzufordern, um die feindseligen Roboter zu zerstören, Petrov zu verhaften oder die Krise sonst wie zu beenden, unternimmt Dr. Sechenov alles in seiner Macht Stehende, um diese Tragödie zu verheimlichen, sogar gegenüber der Regierung. Also. Und wir sind daher in das Arschloch, ne? Verräter dann bestimmt so ist, wie da der Verräter sind. Dass dieser, ich ganz ehrlich, dieser Aufwand nimmt kein gutes Ende. So, jetzt muss ich doch. Ruckel? Und ich glaube, die oh, die ist sogar schon auf. Scheiße! Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht anschreien, ich war eben. Warte mal. Ich habe eben so einen kurzen Gedanken. Dann geh mal so, dann geh mal so. Man kann doch nicht die Armee schicken. Wenn einer von ihnen dem Feind Informationen zuspielt, ist es aus. Doch man würde nur verlässliche Truppen entsenden. Den Agentumverband zum Beispiel, der Sechenov treu ergeben ist. Der könnte sich mit Kampfrobotern zusammentun und ihm nur die Ordnung wiederherstellen. Aber wem sage ich das? Aber das ist, ich meine... Schöne Scheiße, ich kapier's nicht. Warum muss das so kompliziert sein? Weil Dr. Sechenov ohne Autorisierung des Politbüros keine Truppen oder Kampfroboter einsetzen kann. Ganz im Gegenteil. Er tut alles, um dafür zu sorgen, dass die Regierung nicht weiß, was passiert ist. Warum wohl? Weil seine Feinde ihm Kollektiv wegnehmen wollen? Jetzt, wo alles gebaut und betriebsbereit ist und jedes Arschloch mit einer Dienstmarke es starten könnte? Gut möglich. Einfach die Störungsursache reparieren und einen Knopf drücken. Die Genie, Schöpfer und Ingenieure haben ihr Werk bereits getan. Jetzt muss man nur noch die Früchte ihrer Arbeit genießen. Also will Genosse Molotow Dr. Sechenov wegen der jüngsten Ereignisse ins Gefängnis stecken, um die Anlage selbst zu übernehmen? Genauer gesagt will er die Leitung von Kollektiv haben. Aber wie soll das gehen? Dort werden wir doch alle gleich sein. Aber manche werden gleicher sein als die anderen. Alter, du bist aber auch... auch... echt kühn in den Ohren. So. Wett, alle...
Sehr schön. Ich speichere mal vorher. Ich habe keine Ahnung, wie ich das eben gemacht habe. Sehr schön. Ich weiß, dass hochrangige Parteimitglieder mehr Befugnisse im Kollektiv haben werden als Normalbürger, aber das ergibt ja Sinn. Jemand muss doch die wichtigen Entscheidungen treffen. Ach so? Und warum nur? Zum einen muss jemand dafür zuständig sein, dass sie ausgeführt werden. Es kann ja nicht jeder für alles verantwortlich sein. Jeder bedeutet keiner. Jemand muss sich drum kümmern. Und wenn die ganze Welt nichts anderes tun würde, als wichtige Entscheidungen zu diskutieren, würde ja nie was passieren. Alle würden die ganze Zeit nur reden. Aber stimmt das? Du sagst, dass die ganze Welt wichtige Entscheidungen endlos diskutieren würde. Doch Kollektiv ist ein Kollektivbewusstsein. Wenn alle miteinander verschmolzen sind, wird die ganze Menschheit augenblicklich wissen, was jeder Einzelne denkt. Im Kollektiv ist alles transparent und dieses Bewusstsein trägt die Verantwortung. Hat denn jemals jemand eine solche Bewusstseinsstufe erreicht? Selbst hier in der UdSSR? Vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Vollkommen richtig. Die Welt ist vielleicht noch nicht reif für Kollektiv. Die Anführer der Sowjetunion verstehen das sehr wohl. Deshalb wird die Partei gewisse Befugnisse in Kollektiv haben. Und wo ist da das Problem? So war es doch schon immer. Wirklich? Oder hat es schon immer einen unbestrittenen Anführer gegeben, einen Streppenzieher, der das Politbüro, den Ministerrat und alles andere kontrolliert? Soll das heißen, dass es in Kollektiv einen alleinigen Anführer geben wird? Ich will sagen, dass die Menschen sich per Neurokonnektor mit Kollektiv verbinden werden. Du meinst ein Gedankegerät? Das weiß doch jeder. Das Gedankegerät ist für Normalbürger. Aber Privilegierte in Führungspositionen erhalten gravierte Spezialkonnektoren, die ihnen eine höhere Priorität im Netzwerk geben. Also werden auch alle Anführer gleich sein. Das ist doch gut. Das wäre es. Aber Kollektiv kann nur mit dem Alpha-Konnektor gestartet werden. Der ist der Schlüssel zu allem, einschließlich der Gewährung von Entscheidungsbefugnis. Also hat Dr. Sechenov gerade den Alpha-Konnektor. Und Genosse Molotow will ihn aus der Anlage werfen, damit er ihn sich selbst unter den Nagel reißen kann? Ganz genau. Die Menschen, die durch Petrovs Verrat getötet wurden, interessieren den Genossen Molotow herzlich wenig. Er will die Kontrolle über Kollektiv. Deshalb ist er auf dem Weg hierher. Schöne Scheiße. Ich konnte den Typ noch nie leiden. Er beschwert sich ständig über Sechenov, aber sowas hätte ich nie von ihm erwartet. Wir müssen uns beeilen. Auf jeden Fall. Ja, dann merkt er auch, ne? Dieser Kleinigkeit klemmt hier alles? Ach, das ist ja völlig bescheuert. Du kannst mit dem Spiegel zur Oberfläche aufsteigen. Da hast du ausnahmsweise mal recht. Auf demselben Weg werde ich jedenfalls nicht zurückkommen. Das ist richtig. Hä? Da war ein, da haben wir noch einen. Hier haben wir zwei von den Dingern, ja.
Hey, ich verstehe dieses Menüspiel nicht. Welcher Knopf ist denn was verfügbar? Das ist ja schon mal dieses nee, ist falsch. Okay, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Okay. Gut, speichere Daten. Kehre in die Oberfläche zurück. Das würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Ja, da würde ich sagen, passt das. Ich danke, wie immer, fürs Zuschauen mit dabei sein. Ich hoffe, es euch heute wieder gefallen hat und ihr am nächsten Mal hier wieder einschaltet. Spiegel an der Wand. Hier gibt es einen Arschtritt und ihr haltet den Rand. Bis dann, euer Pirate rein. Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, bis dann. Tschüss.